10 Tage bis Elex, es geht in den Endspurt. Und das klingt nicht nur cool, sondern das ist es auch. Zwar geht dann leider die Road to Elex-Reihe gegens Ende, aber dafür kommt das Spiel ja dann endlich mal raus. Ich hatte bisher extrem viel Spaß, diese Videos für euch zu machen und habe mich unglaublich gefreut, wie gut diese angekommen sind. Wirklich krassere Zeiten hat mein Kanal noch nie gesehen. Es ist schon irgendwo ein bisschen traurig, dass die Road to Elex-Reihe jetzt bald aufhört, aber daran schließt sich ja direkt das Let's Play an. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass das nicht so viel geschaut wird, aber ich hoffe, dass es wenigstens ein bisschen an die Road to Elex-Reihe anknüpft. Aber noch sind wir nicht komplett durch. Zum Schluss habe ich nochmal was richtig geiles für euch. Insofern alles nach Plan verläuft, wird das 5 Tage bis Elex Video ein Interview mit Björn Pankratz sein. Also ich persönlich finde das ja alles schon fast ein bisschen surreal. Ich, so kleiner blöder YouTuber, Interview mit einem der wichtigsten Leute von Piranha Bytes. Es ist... wow. Der Fanboy in mir ist aufgeregt. Ich habe natürlich selbst ein, zwei Fragen, die ich gerne stellen möchte. Aber ebenso ist es auch für euch eine richtig gute Gelegenheit. Also Leute, schreibt mir Fragen in die Kommentare, was das Zeug hält. Alles zu Elex oder Piranha Bytes, was euch in den Kopf kommt, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Sachen, die euch vielleicht noch nie richtig beantwortet wurden. Alles Mögliche, legt los. Ich werde mir dann einige davon raussuchen, wenn sie mich selbst auch interessieren oder sie einfach ein gutes Thema sind. Und ja, vielleicht wird dann eure Frage direkt aus erster Hand beantwortet. Boah, ich hoffe wirklich, dass das alles so klappt, wie es geplant ist, denn hundertprozentig safe ist es erst, wenn es passiert ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Piranhas jetzt im Endspurt auch nochmal alle Hände voll zu tun haben. So, also, ja, scheiße, eigentlich war das alles, was ich ansprechen wollte in diesem Video. Ist ein bisschen kurz, oder? Was mache ich denn jetzt? Lasst uns doch ein bisschen Magalanisch lernen, oder wie auch immer die Sprache heißt. Wie ihr ja vielleicht schon wisst, wurde für das Spiel eine komplett eigene Schriftsprache entwickelt. Und so unglaublich kompliziert ist die gar nicht. Letztendlich wurde einfach nur jeder unserer Buchstaben in eine andere Form umgemodelt oder wie auch immer man es nennen möchte. Finde ich sehr, sehr cool, erfüllt seinen Zweck, sieht mysteriös und kompliziert aus, aber man kann es tatsächlich ohne den ultimativen Aufwand entschlüsseln. Jetzt wurde von Piranha Bytes zum Beispiel das hier getwittert. Auf den allerersten Blick so, what the fuck? Aber wenn man dann mal ein bisschen genauer hinguckt, dann merkt man schon, ja, kann man lesen. Übersetzt heißt es übrigens Be Prepared. Und ich finde, außer das B kann man eigentlich alles recht gut erkennen. Das E ist relativ eindeutig. Das P und das R, was darauf folgen, eigentlich auch, wenn man sich's mal so anguckt. Und ja, das A ist halt einfach ein A ohne deren Strich in der Mitte, der kommt dann einfach danach direkt. Und das D ganz am Ende ist dann nochmal ein bisschen anders, um das wahrscheinlich nicht ganz so eintönig aussehen zu lassen von der Höhe der Schrift her. Finde ich auf jeden Fall geil und wir haben ja auch schon in der Preview bei Gronkh gesehen, es wird einige Sachen geben im Spiel, die man dann so ein bisschen entziffern könnte. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch noch irgendwann mal questrelevant oder so. Mal gucken. Was ich mir gut vorstellen kann, ist aber, dass sie dadurch irgendwie ein paar Insider eingebaut haben. Na, mal sehen, wie viel wir davon dann auch selbst finden werden. Gut, dann würde ich mal sagen, reicht das für dieses Video auch. Ist zwar immer noch das kürzeste von der Reihe überhaupt, aber wir haben jetzt wirklich nicht mehr viel, worüber wir reden können. Dann würde ich mal sagen, Leute, schaut auch auf jeden Fall bei meinen Risen-Streams vorbei. Die gesamte nächste Woche noch jeden Tag ab 20 Uhr. Ja, und dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.